Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt. Und zwar spielen wir, ihr seht es schon in den Tribünen, wir spielen jetzt FIFA 17. Zumindest so ein klein wenig, denn wir wollen uns einmal ansehen, was das Spiel so zu bieten hat. Ich habe in den letzten Jahren ja immer so eine Karriere, zumindest eine Saison durchgezogen jeweils. In FIFA 15, FIFA 16 ebenso. Und jetzt möchte ich euch zumindest einmal so das Spiel zeigen, aber keine ganze Karriere durchspielen. So, wir schauen erst einmal, was das Spiel so zu bieten hat. Und zwar, zum einen, The Journey. Das ist ein ganz neuer Modus. Das ist richtig cool. Wir schlüpfen in die Rolle von Alex Hunter. Heißt er Alex mit Vornamen? Ich weiß es nicht genau, gut vorbereitet. Und das Ganze ist wirklich sehr spaßig. Ist so ein bisschen wie Be a Pro. Wir schlüpfen nur in die Rolle von ihm und müssen in seiner Haut bei einem Team in der Premier League bestehen und uns durchsetzen, uns einen Namen erarbeiten. Und das Ganze ist ziemlich episch aufgebaut. Also wirklich wie so ein Blockbuster mit richtigen, coolen, inszenierten Szenen. Wirklich sehr spaßig. Ich habe es nur kurz angetestet, aber es ist richtig gut gemacht. Und ganz neu vor allen Dingen. Zudem noch den altbekannten Karrieremodus, der ist auch ziemlich nice. Und auch da gibt es so die ein oder andere kleine Neuerung, die wir uns in jedem Fall in einem der folgenden Parts einmal ansehen werden. Aber wie gesagt, ich werde keine ganze Karriere spielen. Das habe ich jetzt nicht vor. Der klassische Anstoßmodus für ein schnelles Spiel, für zwischendurch. Oder mit Freunden. Turniere können wir auch spielen, das sind Länderspiele, Pokal der Frauen oder ein sonstiges reguläres Turnier wie die Bundesliga zum Beispiel, den deutschen Pokal, Bundesliga, zweite Liga und in England der FA Cup, EFL Cup und so weiter und so fort. Also ein einziges Turnier und keine ganze Karriere. Was auch hier auffällt in dem Spiel ist, dass nicht alle Stadien der Bundesligisten beispielsweise vorhanden sind. Es bleibt dabei, dass nur die englischen Stadien vorhanden sind. Ist ein kleiner Wermutstropfen, was aber richtig gut gemacht wurde. Darauf kommen wir gleich zu sprechen, wenn wir unser erstes kleines Spielchen spielen. Und das ist auch so mein Ding, was ich hier machen möchte. So ein paar Freundschaftsspielchen spielen, auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden eventuell. Ich kann übrigens auch online spielen. Das war ja auch nicht immer möglich, aber jetzt schon. Das heißt, wenn jetzt jemand unbedingt Lust hat, mit mir eine Runde zu spielen und ich das aufnehmen kann, dann schreibt mir gerne auch privat. Wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, die sehr interessant ist. Auch zu den Online-Features kann ich einiges sagen. Das ist aber so ziemlich alles geblieben, wie es ist, soweit ich weiß. Man kann Online-Saison spielen, die virtuelle Bundesliga ist auch dabei natürlich, Pro-Clubs und so weiter und so fort. Coup-Saisons, Online-Freundschaftsspiele gegen Freunde selbstverständlich. Einstellungen kann man auch anpassen, selbstverständlich. Teams bearbeiten. Wenn man online nicht spielen kann, kann man auch so halt quasi einige Transfers tätigen, die eventuell noch nicht getätigt wurden. Da ich hier gerade als Gast spiele, kann ich auch gerade mal was tätigen, denn ich glaube, Serge Gnabry ist noch nicht hier in Werder Bremens Team. Das heißt, das sollen wir mal ändern. Also suchen wir ihn ganz kurz. Werder Bremen, für die es nicht wissen, ist mein Verein. Also mit dem Verein habe ich auch sämtliche Karrieren gespielt. Und seit ich denken kann, bin ich halt Werder Bremen Fan. Und das mit Leib und Seele. Auch wenn es in den letzten Jahren natürlich nicht allzu viel zu jubeln gab, bis auf die Halbfinalteilnahme im Pokal eventuell. Ansonsten nicht so sehr viel, aber da muss man als Fan auf jeden Fall durch. Und es gibt hier auch so ein bisschen neue Hoffnung. Stand jetzt, ich nehme jetzt ja schon am 17.10. ist heute, glaube ich, auf. Ja, ich glaube schon. Und da haben wir ja zuletzt auch gegen Bayer Leverkusen gewonnen mit 2:1. Aus den letzten drei Spielen 7 von 9 Punkten geholt. Also, es gibt hier Hoffnung. Vor allen Dingen, wenn die verletzten Max Kruse und Claudio Pizarro wieder da sind.
Scheint doch einiges möglich zu sein. Hoffen wir es zumindest mal. Und schön wäre es in jedem Fall, aber ich denke mal, bevor ich jetzt noch viel mehr rumerzähle, wollen wir jetzt einfach mal so ein erstes Freundschaftsspiel spielen. Ihr könnt auch gerne, ja, selbst mal Tipps abgeben oder Wünsche abgeben, gegen wen ich eventuell offline und gegen den Computer spielen soll. Also, ich werde jetzt mal beginnen hier Bremen gegen den HSV. Aber ihr könnt auch gerne mal sagen, spielt doch mal mit dem und dem Verein und dann gegen den und den Verein oder mit Werder Bremen gegen sonst jemanden. Oder wie gesagt, jetzt kann ich auch online spielen. Das ist halt auch mal ganz cool und interessant. So, jetzt für dieses erste Spielchen spiele ich natürlich mit Werder Bremen gegen unseren Nordrivalen, den HSV. Das wirkt naheliegend, ist es auch. So, in unseren neuen Heimtrikots. Der HSV im Auswärtsdress. Bei denen läuft es ja momentan noch nicht allzu gut. Hatten jetzt ja auch den Trainerwechsel, haben trotzdem momentan erst 2 Punkte auf dem Konto. Aber auch da kann man ja von ausgehen, dass es noch bergauf geht. So, die Einstellung, die werde ich jetzt mal verändern. 4 Minuten sollten für den Beginn reichen. Schwierigkeitsgrad können wir auswählen. Amateur. Beziehungsweise Anfänger, das niedrigste, Amateur, Halbprofi, Profi, Weltklasse, Legende. Am fairsten wäre wohl Profi, aber ich beginne jetzt mal für diesen Einstiegspart auf Halbprofi. Im Wallstadion, welches dann wohl das Weserstadion ersetzen wird. Bedingungen, Spielbedingungen zufällig, das ist in Ordnung. Was ich auf jeden Fall noch ändern muss, ist die Audioeinstellung, denn der Kommentator, der muss da jetzt nicht zwingend rumpalavern, während ich hier auch noch erzähle. Das wäre dann ein bisschen zu viel des Guten. Okay, aber das kann man dann auch so lassen. Im Teammanagement will ich auch noch mal ein bisschen was tun. Eventuell den 4-4-2. Oder 4-1-2-1-2 ist vielleicht noch besser. Das sollten wir mal so lassen. Vorne sollten Pizarro und Kruse spielen. Offensiv Junuzovic. Linkes Mittelfeld Kainz. Fritz auf die 6. Bartels erst einmal raus, weil ich möchte gerne mit Serge Gnabry beginnen. Weil der hat momentan ja auch einen Megalauf. Hat sich jetzt am Wochenende gegen Leverkusen verletzt. Das ist nicht so schön, aber es sieht nur nach einer Prellung aus, also nicht so sehr schlimm. Und es sieht aus, als wenn er auch nächstes Wochenende wieder spielen könnte. Da ja gegen Leipzig dürfte das sein. Wie gesagt, das Video wird erst später veröffentlicht, da ist das Spiel schon Geschichte. Aber jetzt hier ist es noch Zukunft. So, ich denke, mit der Elf können wir es angehen. Drobny im Tor. Garcia, Moisander, Sané, Selassie, Fritz, Kainz, Gnabry, Junuzovic, Pizarro und Max Kruse. Und ich freue mich, wie gesagt, auch tierisch, wenn Kruse und Pizarro in der Realität wieder da sind, nicht mehr verletzt sind. Das ist schon ganz nice. Okay, jetzt aber beginnen wir das Spiel. Und ich bin mal gespannt, wie wir uns so schlagen werden. Also Halbprofi müsste, wie gesagt, machbar sein, weil so ein Anfänger bin ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Aber man weiß ja nie. Ich bin jetzt auch nicht mega gut, aber auch nicht mega schlecht. Also, in der Bundesliga spielen wir gegen den HSV. Und beim nächsten Mal, denke ich, können wir auf jeden Fall mal so einen Einblick in die Karriere gewinnen. Wolf Fuß und Frank Buschi Buschmann kommentieren hier normalerweise, aber den Job werde ich übernehmen. Die Leute marschieren hier ein und was ein Feature des Spiels ist, ist, dass die Gesichtserkennung doch wirklich besser ist. Sprich, die Profis hier, die virtuellen Profis sehen ihren echten Identitäten deutlich ähnlicher. Das kann ich auch bestätigen, zumindest teilweise, auch wenn ich denke, dass einige dann eher weniger real aussehen. Max Kruse, den wir hier sehen, sieht auf jeden Fall schon recht echt aus.
Und die nächste Neuerung, die mir sehr auffällt, ist, dass die Spieler, die nicht im Ballbesitz sind, sich trotzdem sehr real bewegen und auch gut in die freien Räume gehen, sodass man wirklich um einiges echter spielen kann, um einiges reeller spielen kann und halt auch dieses Realitätsgefühl wirklich stärker da ist als je zuvor. So. Gleich geht's los. Werder versammelt sich im Kreis, schwört sich ein auf dieses Spiel. Und dann geht es auch mal direkt los. Hoffen wir mal, dass wir das Spiel hier erfolgreich bestreiten können. Wie gesagt, eure Tipps und Wünsche, vor allen Dingen Tipps sind es ja weniger, eure Wünsche, mit welchem Verein und vor allen Dingen auch gegen welchen Gegner wir spielen sollen, gerne in die Kommentare oder als private Nachricht. Auch wenn ihr gerne mal online spielen wollt und es okay findet, wenn ich das aufnehme und das online stelle, das Spiel, könnt ihr mir gerne schreiben. Das wäre mal was ganz Neues hier auf dem Kanal. So, Lasogga am Ball, Halilovic, Supertalent. Und Junuzovic mit Gnabry und der hat natürlich eine immense Schnelligkeit. Florian Kainz, den wir aufgestellt haben, der ist real noch nicht ganz so im Flow. Momentan halt sehr in der Statistenrolle. Aber ich denke mal, in Zukunft wird man noch sehr viel von ihm sehen. Hat ja bei Rapid Wien auch in den vergangenen Jahren einiges bewirkt. Und ist auch ein richtiger Flitzer. Und so ein bisschen so ein Marco-Marin-Verschnitt, wie ich finde. So, Max Kruse, Junuzovic. Der wieder zurück auf Kruse. Ah, Pizarro hat den Ball nicht gewonnen. Kostic. Guter Einsatz von Gnabry hier. Ich habe auch schon wieder einige Zeit nicht gespielt. Das Spiel ist ja veröffentlicht worden Ende September. War das der 28., 27., 29.? Irgendwas in dem Zeitraum, weiß ich nicht mehr ganz genau gerade. Wie gesagt, nicht gut vorbereitet hier auf diesen Part. Das habe ich sehr spontan entschlossen, hier aufzunehmen. Jedenfalls schon fast einen Monat alt. Beziehungsweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hier. Anfang November ist es schon über einen Monat alt. Aber wirklich sehr cool. Wir konnten ja auch schon teilweise sehen, wie hier die Spieler, die nicht am Ball sind, dann doch sehr instinktiv und gut mitlaufen. Und versuchen halt, in den freien Raum zu starten. Auch wenn der HSV bis hierhin sehr gut mithält. Ekdal zu Nikolai Müller. Guter Einsatz hier von Gnabry. Wenn das Gnabry war, ich bin mir nicht ganz sicher. Fritz auf Junuzovic. Der zu Max Kruse. Jetzt hat er viel Raum vor sich. Läuft frei auf Adler zu und da ist das 1:0. 1:0 für Werder. Es ist überfällig gewesen. 30. Minute. Max Kruse, der neue Hoffnungsträger bei Werder Bremen. Gemeinsam mit Gnabry und Pizarro. Vielleicht die Top-Leute. Auch wenn ich mich da nicht festlegen will, denn wir haben einiges an Potenzial in der Mannschaft. Auch gespannt kann man sein, wie sich da Sané und Moisander auf Dauer einspielen. War ja in den letzten Spielen auf jeden Fall deutlich besser und fester in der Defensive als zu Beginn. Wobei ja die ersten Spiele wirklich zu vergessen waren. Das war ja überhaupt nichts. Das war fast noch weniger als gar nichts, was Werder da gezeigt hat. Aber unter dem neuen Coach auf jeden Fall um einiges besser. Und Form verstärkt auf jeden Fall. Clemens Fritz, der Kapitän, der nochmal ein Jahr drangehängt hat und sein Karriereende verschoben hat. Und nochmal hier Max Kruse. Setzt sich da durch. Der Schuss. Ja gut, das war jetzt ein Schüsschen. Alles andere wäre gelogen gewesen. Kostic, Halilovic. Lasogga.
Eckdal. Nochmal Lausager. Die Hamburger nähern sich dem Tor unserer Mannschaft an. Aber Junosevic gewinnt den Ball. Und wir haben die Halbzeit. 1:0 die Führung. Noch keine richtig gute Vorstellung von uns. Aber für den Einstieg in Ordnung. Weiter geht's. Zweite Hälfte. Und ich denke mal, alles so, ja, Profi, vielleicht Weltklasse dürfte okay sein. Profi vor allen Dingen, Weltklasse weiß ich nicht genau. Aber, das ist zumindest möglich, dass ich da einigermaßen mithalten kann. Aber wir werden es wie gesagt sehen. Ihr könnt gerne mal schreiben in die Kommentare oder als Nachricht, wie gesagt, was ihr gerne mal sehen möchtet. Junosevic. Auf Claudio Pizarro. Nochmal Pizarro, das ist sehr stark gemacht, aber Adler zeigt, dass er ein guter Keeper ist. Ach so, ja toll, Ecken will ich jetzt nicht sehen. Wie ich das mache, das weiß ich schon. Ich spiele, wie gesagt, als Gast. Das heißt, es ist hier alles nochmal neu. Wenn man so möchte, das 2:0. Wer war es? Kruse schon wieder. Doppelpack von Max Kruse. Kopfballstark ist er. Zeigt er hier einwandfrei. Nach der Ecke. Per Standard ist Werder sowieso gefährlich. Vor allen Dingen die vorletzte Saison war das schon extrem stark. Mit Juno, der eigentlich gefühlt jeden Freistoß verwandelt hat und jede Ecke hat eigentlich fast zum Tor geführt. Das war schon extrem. Kostic aus Scholek. Nochmal aus Scholek hier mit der Flanke, aber kein Ding. Kruse. Serge Gnabry. Der Pass raus zu Pizarro. Nochmal zurück zu Kainz. Junosevic. Ah, Ballverlust, das war nicht gut. Ein bisschen zu verspielt in der Situation, aber was passiert eben? Clemens Fritz, der Kapitän. Guter Ball für Claudio Pizarro, das 3:0. Jetzt wird's doch, ja, etwas bitter für den HSV. Welche sich dann doch echt wie Halbprofis anstellen hier. Wie gesagt, Halbprofi ist dann doch eher noch was für, ja, die Leute, die noch nicht so viel Erfahrung mit FIFA haben und sich erstmal gewöhnen möchten. Ansonsten sollte man schon mindestens auf Profi spielen. So, Kainz auf Gnabry. Und jetzt kann man mal vielleicht sehen, was der hier drauf hat an Sprintfähigkeiten. Das ist schon extrem und keiner greift so richtig an. Sakai Müller. So, ich kann auch mal ganz gerne mal Bremen gegen HSV auf Weltklasse oder so spielen oder auf Legende. Nur dann kann ich eigentlich schon prophezeien, wahrscheinlich, dass der HSV dann doch einen ziemlichen Kantersieg hinlegen wird. Gnabry. Zieh nochmal durch, Junge. Ah, das war ein bisschen sehr offensichtlich. Halilovic. Zu Lasogga und Sané. Gut, aber dann der Ballverlust. Müller. Flanke und es gibt mal die Ecke für den HSV. Jetzt können sie mal zeigen, ob sie auch nach einem Standard was bewerkstelligen können hier. Ja, das war gut verteidigt, die nächste Ecke. Standards sind gefühlt sowieso ziemlich gefährlich hier in dem Spiel. Irgendwie noch gefährlicher als in FIFA 16. Ob ich mich da irre, weiß ich gar nicht genau. Es kommt mir zumindest so vor. Spahic. Die letzten Minuten hier laufen. Nikolai Müller. Kainz mit dem Ballgewinn hier eben schon. Stark. Pizarro. Gnabry.
Und Louis Holtby auf Jung zu La Soga. Nochmal Jung, gut gespielt. Nochmal ein Gegenstoß von Werder. Kruse. Junuzovic. Ball schon wieder weg. Noch einmal der HSV mit Müller. Immer noch Müller, der an Garcia hängen bleibt. Garcia, Gott sei Dank, wieder richtig fit. Der hat ja auch der echten Mannschaft einige Zeit gefehlt. Nochmal Max Kruse hier, das 4-0. Jedenfalls ist das wirklich sehr stark, dass unser Linksverteidiger wieder fit ist. Hat ja die ganze Saison vorher gefehlt. Die ersten 6 Spiele. Und ich denke mal, das Ding hier ist gelaufen in jedem Fall. Wir konnten schon mal so die ersten kleinen Einblicke gewinnen. 4-0 am Ende. Und ich bin mal gespannt, was von eurer Seite so kommt an Vorschlägen. Beim nächsten Mal jedenfalls geht's weiter. Ich denke mal, dann schauen wir uns mal den Karrieremodus an. Was da so an Neuigkeiten drin steckt. Kruse, der Mann des Spiels in jedem Fall, verdientermaßen. Und, oh, eine Trophäe erhalten. Hilfsbedarf. Okay. Interessant. Mal kurz die Bewertungen anschauen. Da sehen wir Garcia 8,0. Verdientermaßen. Drobny 7,3. Hat ja auch nicht viel, so viel zu tun gehabt. Gnabry 7,9. Fritz mit 9,0. Junuzovic 9,6. Und Kruse 10,0. Das ist mal, boah, also besser geht's auf jeden Fall nicht. Also schon ziemlich gut. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter hier. Bei FIFA 17. Bis dahin, macht es gut.